Das Medix-Modell basiert auf Managed Care und das verspricht bessere Qualität bei tieferen Kosten. Wie können Sie das einhalten? Das ist eine häufige Frage, weil das erstaunt zuerst mal, wie geht das? Tiefere Kosten und trotzdem besser. Und doch ist es eben logisch. Bei Medix, oder wenn Sie im Medix-Hausarztmodell sind, haben Sie eben Ihren persönlichen Arzt. Er kümmert sich um Ihre Anliegen, er kennt Sie und er koordiniert eben auch die Information, die anfällt, die ja heutzutage sehr komplex ist, weil manchmal viele Probleme gleichzeitig bestehen. Und über die Zeit entsteht ein Effizienzgewinn und das äußert sich im Schnitt eben auch dadurch, dass der Patient einfach auch gesünder ist. Und wenn er gesünder ist, ist das auch für die Krankenkasse natürlich interessant und es fallen weniger Kosten an. Die Kosten werden weitergehen am Patient, darum ist die Prämie tiefer. Also er profitiert auch von dem, nebst natürlich der Koordination und der besseren Behandlung. Können Sie ein ganz konkretes Beispiel geben, wie sich die Koordination durch den Hausarzt positiv auswirkt? Also da gibt es unzählige Beispiele. Ich glaube, jeder Hausarzt kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Aber um ein einfaches Beispiel zu nennen, würde ich vielleicht den Brustschmerz erwähnen. Das ist ja ein sehr unspezifisches Problem, das aber häufig ist. Und ein Brustschmerz kann natürlich vom Herzen kommen, aber er kann auch durch die Lunge bedingt sein. Er kann von der Speiseröhre kommen. Es kann aber auch nervlich bedingt sein, sei es die Nerven in der Peripherie, aber es kann auch psychisch bedingt sein. Und so ist es manchmal sehr schwierig herauszufinden, was ist jetzt eigentlich das Problem. Und wenn der Patient sich selber auf den Weg macht und einen Spezialist direkt auswählt, dann ist es manchmal so, dass dann halt nur das Spezialgebiet angeschaut wird und die Situation nachher weiterhin unklar bleibt. Und häufig sind es aber gar nicht schwierige Situationen. Das ist das Hauptkompetenzgebiet vom Hausarzt, es kann bestens abgeklärt werden in der Hausarztpraxis. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Krankheitsformen. Bei welchen Krankheiten haben Sie das Gefühl, ist denn das System am effizientesten oder am wirksamsten? Es ist sicher so, dass je komplexer die Situation ist, je mehr Krankheiten gleichzeitig vorliegen, je unklarer die Symptome sind, desto mehr steigt natürlich der Wert von jemandem, der das überschaut, der das koordiniert und wo aus dem Dschungel von Informationen quasi versucht, eine sinnvolle Handlung daraus abzuleiten. Und von dem her ist es sicher für chronisch kranke, ältere Patienten relativ gesehen am vorteilhaftesten. Aber man kann natürlich auch als jüngerer Patient unklare Symptome haben. Und es ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz. Jetzt sparen Sie dem Modell Sie als Medics Geld. Wie profitiert jetzt der Patient von dieser Einsparung? Also man muss vielleicht das noch ein bisschen relativieren. Wir sparen nicht Geld. Es ist die Krankenkasse, die, wenn überhaupt, Geld spart. Wir tun nie am Patient selber Geld sparen, sondern nur auf Netzwerkebene analysieren, wie effizient schaffen wir. Es ist so, dass der Patient einerseits profitiert, das habe ich am Anfang schon gesagt, von der Qualität von der Behandlung. Es kümmert sich jemand um seine Anliegen und macht nicht einfach möglichst viel Abklärungen. Und andererseits profitiert der Patient ganz konkret, indem er weniger Geld muss zahlen, weil die Prämie tiefer ist.